Ich habe das Vergnügen, Ihnen die erste Schockkapelle jetzt kurz vorstellen zu dürfen. Sie haben keine allzu lange Anreise zu uns, also nicht so weit wie die Italiener. Sie kommen nämlich aus Burek. Es ist die Grenzlandtrachtenkapelle Burek, die heute den Auftakt macht bei uns und bei uns zu Gast ist. Auch sie blickt auf eine sehr traditionsreiche Vergangenheit zurück. Die Anfänge der Kapelle gehen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Es sind 50 Musikerinnen und Musiker in der Grenzlandtrachtenkapelle Burek und sie sind bei unterschiedlichen Bewerben sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Seit 2015 dreimal ausgezeichneter Erfolg bei der Marschwertung in der Leistungsstufe E. Eine große Freude, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Sie sind nämlich auch international sehr gefragt, die Burenker. Ich habe mir sagen lassen, Sie waren unter anderem schon in Deutschland, in Liechtenstein, in Italien oder auch 2016 bei einer großen Marschshow in Belgien vertreten. Und immer mit dabei der Stabführer Dominik Riedl, der dort vor Ort auch international mit tollen Rasenshows begeistert. Ob man der Grenzlandtrachtenkapelle Burek ist, Paul Schafzahl, Kapellmeister Walter Bock und Stabführer, wie schon erwähnt, Dominik Riedl. Herzlichen Dank. Und jetzt freut ja ein großer Applaus. Vielen Dank. Danke sehr. Und jetzt freuen wir uns alle gemeinsam auf die Grenzlandtrachtenkapelle Burek. Herzlich willkommen und los geht's. Thank you.
Großer Applaus für die Grenzland-Trachtenkapelle Murek. Und jetzt gibt es noch ein besonderes Highlight. Jetzt darf ich nämlich noch einen Solisten vorstellen. Und zwar ist das der Michael Sabota. Und wir hören jetzt den Klarinettenteufel. Bitte sehr. Thank you.
Erweichen lassen, uns noch eine kleine Zugabe dazu bitten. Oder die, das ist die Abmoderation in diesem Sinne, also ich will da jetzt nichts anzetteln. Kommt? Auspackt. In diesem Sinne, bitte, meine Damen und Herren, ich würde sagen, einen riesen Applaus für die Grenzland-Trachtenkapelle Fuhren. Dass ihr heute bei uns wart.